Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, in diesem Video geht es um Webinare. Wer hätte das gedacht? Mal wieder Webinare. Genau, aber aus einem ganz besonderen Anlass. Vielleicht hast du es gehört, vor 2 Tagen kam die Nachricht, dass das Privacy Shield, sozusagen der Datentransfer von Europa, USA, vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben wurde, beziehungsweise für nichtig erklärt wurde, was jetzt ziemlich weitreichende Auswirkungen für uns hat. Zum einen hat es natürlich Auswirkungen auf deine Webseite, auf dein Online-Business sowieso, zum anderen allerdings auch auf Webinare bzw. auf die Webinar-Anbieter, die wir auswählen. Weil wie möchtest du bitte garantieren, dass dein Anbieter nicht Daten in den USA sammelt? Das ist ziemlich schwierig, das kannst du im Grunde nicht garantieren. Und deshalb ist es im Moment ratsam, vielleicht einfach mal zu schauen, was der europäische Markt hergibt, was für Lösungen du hier hast, auch wenn es doof ist, ich weiß, weil du dich eventuell schon an die vielen, vielen tollen Features von amerikanischen Anbietern gewöhnt hast, weil du die Software kennst, weil du sie einsetzt, weil du eigentlich alles bisher getan hast, um Datenschutz und so weiter zu befolgen. Ja, und nun das. Ich habe mir jetzt im Zuge dessen, dass wir uns vielleicht doch umorientieren müssen, weil eine schnelle Lösung derzeit irgendwie nicht in Sicht ist. Und wenn man den Anwälten, die sich damit beschäftigen, glauben mag, dann wird das auch so schnell nicht gehen. Also wird es so schnell keine Übergangslösung geben. Und deshalb ist es vielleicht einfach mal ratsam zu gucken, was haben wir denn noch für Möglichkeiten, was gibt es für Alternativen. Und was kannst du vielleicht so ad hoc schnell nutzen? Und heute möchte ich dir in diesem Zusammenhang Webinar Geek vorstellen. Gleich nach dem Intro geht es los. Mein Name ist Gwendoline und du bist hier genau richtig, wenn du Tipps und Tools haben möchtest, um dein Business auch online zu führen oder aber online zu bringen, je nachdem, wo du gerade stehst. Und natürlich insbesondere, wenn es um Webinare, Videos und Produktivität geht. Ja, und heute wollen wir uns mit Webinar Geek beschäftigen. Wenn dir der Kanal gefällt und du weitere Tutorials sehen willst, dann freue ich mich natürlich, wenn du abonnierst. Falls du noch nicht abonniert hast, worauf wartest du noch? Ja, und wenn dir das Video gefällt, dann gib mir doch deinen Daumen hoch. Auch das hilft mir sehr viel weiter mit meiner Arbeit hier. Aber nun starten wir mit Webinar Geek. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Seite von Webinar Geek. Das ist die Homepage, die deutsche Variante. Du siehst, wer es im Einsatz hat. Du siehst, was hier funktioniert. Und es ist ganz einfach aufgebaut. Du hast hier Produkt über Preise, Funktion, Integration und Meinungen. Wir gucken uns die verschiedenen Punkte an, die hier möglich sind. Du hast hier die Möglichkeit, 14 Tage zu testen. Das Interessante ist oder das Kuriose, es handelt sich um ein niederländisches Unternehmen. Und wenn du diesen Test hier ausführen möchtest, dann wirst du mit E-Mails auf Niederländisch begrüßt. Du hast aber die Möglichkeit, diese auf Englisch umzuschalten. Ich möchte einfach mal ganz kurz zeigen, was hier für Möglichkeiten sind. Hier steht schon, veranstalte deine Webinare mit Leichtigkeit. Was hast du für Möglichkeiten? Diese Möglichkeiten hast du alle. Du kannst also Webinare live, on demand, automatisiert, hybrid oder als Replay darstellen. Du hast die Möglichkeit, ja, in deinen Webinaren sozusagen viele verschiedene Funktionen zu nutzen. Das heißt, du kannst einmal Trainingswebinare machen, du kannst Coaching-Webinare machen, du kannst Marketing-Webinare machen und das Ganze zum Beispiel auch noch automatisiert. Also auch ein tolles Tool für dein Marketing. Ja, es ist sehr vielfältig nutzbar durch diese verschiedenen Möglichkeiten. Auch für Marketing zum Beispiel sind eben wirklich Registrierseiten, Follow-up-Mails, es ist alles da. Es ist die Möglichkeit da, ein Bezahlwebinar daraus zu machen, sprich du kannst Payment hinterlegen, du kannst das Ganze integrieren. Also hier siehst du es auch schon, hier sind viele Möglichkeiten. Genau, du findest diese ganzen Informationen auf der Seite webinargeek.io. Ich blende dir diesen Link einfach mal ein. Hier findest du alles, hier kannst du das nachlesen, was ich dir hier zeige. Und gerade, weil wir ja mit der Datensicherheit eben schon begonnen haben, möchte ich einmal kurz zeigen, was das Ganze hier bedeutet. Und zwar ist es auf der englischen Seite zu finden. Hier ist der wichtige Punkt Personal Data. Hier steht, dass alle Daten in Amsterdam gelagert werden. Heißt, sie verlassen die Europäische Union nicht. Sie sind also in Europa und nicht in USA. Das ist sehr wunderbar, dass es hier nochmal explizit steht. Findet man bei den meisten Firmen leider nicht.
Auch bei amerikanischen Firmen, die zum Beispiel einen Sitz in Irland haben, ist es nicht zwingend so, dass die natürlich ihre Daten nicht in die USA transferieren bzw. da verarbeiten. Hier steht explizit, dass das Ganze in Amsterdam stattfindet und dass auch Mitarbeiter zum Beispiel nicht mehr als nötig Zugang zu den verschiedenen Daten bekommen. Und hier unten steht nochmal extra als Hinweis, dass das Ganze DSGVO-konform ist. Also hier kannst du noch mehr dazu nachlesen. Das sollte uns erstmal reichen. Man findet wirklich sehr wenig Firmen, bei denen das ganz explizit so ausgewiesen ist. Genau, dann gucken wir mal, bevor wir jetzt einsteigen, in die Software direkt gehen, noch einmal die Preise an. Was gibt es hier? Hier hast du verschiedene Pakete, nämlich das Starter, Premium und Advanced. Du siehst die verschiedenen Funktionen, die dahinter liegen. Und du kannst auch die Preise sehen. Einmal der Jahrespreis, einmal monatlich. Das sind jetzt hier recht normale Preise und also nichts Außergewöhnliches, nicht extrem teuer, extrem irgendwie nur für Firmen, für große. Das ist auch wunderbar für Solopreneure, also für Selbstständige nutzbar. Genau. Jetzt wollen wir uns aber gar nicht weiter aufhalten und hier die verschiedenen Sachen angucken, sondern wir gehen jetzt direkt in die Software. Ich habe natürlich schon einen Account angelegt, ein 14-Tage-Trial und ja, hier siehst du es. Wir sind jetzt bei Webinar Geek Webinars, also die upcoming Webinare, die Events, die schon da sind, die sind hier angelegt, das kannst du sehen. Dann hast du hier noch die Möglichkeit, einen eigenen Kanal anzulegen. Das gucken wir uns ein andermal an. Heute geht es tatsächlich nur um das Webinar, was wir anlegen wollen und einmal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Und ja, last but not least, wie überall, hast du natürlich auch hier die Statistik. Jetzt ist dieser Kanal hier ganz neu, also haben wir natürlich auch keine Statistik, die wir angucken können, aber theoretisch siehst du ja schon, was man hier sehen kann. Hier siehst du zum Beispiel bei Interaktionen auch, dass du Umfragen, Rätsel hätte ich beinahe gesagt, also kleine Tests und Call to Actions anlegen kannst. Und dann siehst du natürlich auch, wie oft das Ganze genutzt wurde, angeklickt wurde. Hier unten vielleicht noch einmal ganz kurz möchte ich darauf hinweisen, das ist normalerweise sozusagen der Bot. Ich habe aber mit dieser Person hier tatsächlich in echt geschattet. Ich habe mich super gefreut. Außerhalb der, in Anführungsstrichen, Öffnungszeiten habe ich nachgefragt, wie ich denn hier zum Beispiel von Niederländisch auf Englisch umschalten kann. Habe sofort Hilfe bekommen, habe mich noch kurz nett unterhalten über diese Software. Also wenn der Kundensupport immer so läuft, wie das hier war, dann kann ich nur sagen, Hut ab, die sind grandios. Jetzt hoffe ich natürlich, dass man den Kundensupport nicht allzu oft braucht. Aber ja. So viel dazu. Ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt. Auch das bin ich nicht unbedingt von anderen Herstellern gewöhnt. Okay, nun wollen wir uns aber angucken, wie das Ganze funktioniert, wenn man jetzt sein Webinar anlegt. Und dafür legen wir einfach mal ein neues Webinar an. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit auszuwählen, was für ein Webinar wir anlegen wollen. Du siehst schon Live, Automated oder On Demand. Wir nehmen das Live-Webinar. Den Klassiker quasi und schauen uns jetzt mal an, was man hier eigentlich alles einstellen kann. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Titel. Test 1, 2, 3 ist schon vergeben. Dann nehmen wir doch Webinar Geek im Test. So, das Ganze soll natürlich auf Deutsch stattfinden und wir setzen es für 60 Minuten an. 60 Minuten ist immer so das, was ich sehr angenehm finde. Davon kann man 45 Minuten Webinar halten, 15 Minuten für Fragen und Antworten einplanen. Das ist dann meistens ganz passend. So, am 27. Juli soll das Ganze stattfinden und auch nicht um 20 Uhr, sondern um 10 Uhr. Meine bevorzugte Vormittagszeit 10 bis 11, wunderbar. Alle sind noch konzentriert, alle sind noch frisch und haben auch Lust zuzuhören. Hier siehst du schon Tipps, man kann auch mehrere Webinare anlegen. Das machen wir jetzt nicht, aber es wird überall immer auch ein Hinweis gegeben. Hier hast du jetzt die Möglichkeit auszuwählen, was du dann machen möchtest, dass du zum Beispiel automatisch das Webinar aufnimmst, um es nachher dann auch wieder als Replay zur Verfügung zu stellen. Ist schon defaultmäßig eingeschaltet, lassen wir auch so. Wir wollen es nicht limitieren oder irgendwas, das bleibt wie es ist. Und ja, wir akzeptieren auch Fragen von den Zuschauern. Hier kommt dann deine Adresse rein, die du nutzt, damit die Zuschauer dich erreichen können und damit eben die ganze Korrespondenz quasi über diese E-Mail-Adresse läuft. Genau, wir wollen auch keine weiteren Links oder Copy-Data machen. Wir kreieren einfach mal dieses Webinar. Und da ist es auch schon.
Dieses Webinar ist jetzt angelegt und du siehst, du kriegst gleich als Beispiel eine wunderschöne Registrierpage, eine wunderschöne Anmeldeseite, das ist das richtige Wort auf Deutsch. Und jetzt musst du dich aber nicht zufrieden geben mit dieser Seite und sagst, ja, aber hier, blau sind überhaupt nicht meine Farben und ist überhaupt nicht mein Branding und das Ganze so, wie das da aussieht. Ich halte doch ein Webinar zum Beispiel über Ernährung, ich brauche schöne Bilder dahinter und so weiter. Alles kein Problem. Du gehst auf Edit Registration Page und dann kommst du hier an und kannst dir einfach aussuchen, was du alles ändern möchtest. Du siehst hier schon, hier werden die einzelnen Teile angesteuert. Man sieht auch immer genau, was man ansteuert. Das macht es ziemlich einfach. Und du kannst die Farben ändern, du kannst also wirklich alles Mögliche. Jetzt müssen wir mal hier reingehen. So, dann siehst du schon, du kannst die Bilder ändern, du kannst es wirklich alles für dich passend machen. Nichts muss so bleiben, wie es hier ist. Und hier siehst du auch die Textblöcke. Du kannst natürlich dann auch da vernünftige Texte einfügen und nicht einfach diesen leeren Textblock Text stehen lassen. Okay, gehen wir da wieder raus und gucken mal, was haben wir hier noch. Als nächstes kommen dann die Felder, die Registrierfelder, die Anmeldefelder. Hier ist jetzt vorgegeben Vorname und E-Mail. Im Zuge des Datenschutzes sage ich jetzt einfach mal, sollte man überlegen, ob man den Vornamen tatsächlich überhaupt braucht oder ob nicht die E-Mail-Adresse reicht. Je weniger Daten du sammelst, desto besser ist es, desto weniger bist du angreifbar und desto weniger Daten hast du auch zu verwalten, beziehungsweise wieder herauszugeben, wenn irgendwas ist. Also überlege dir, was du alles brauchst und ob du den Vornamen unbedingt brauchst. Es ist einzig und allein schöner, wenn man an den E-Mail-Verkehr denkt. Hier sind die E-Mails, zum Beispiel das die Start-E-Mail und auch die Follow-up-E-Mail. Wenn du dann deine Kunden oder deine potenziellen Kunden oder deine Teilnehmer in diesem Fall mit dem Vornamen ansprechen kannst, das geht natürlich nicht, wenn du den Vornamen nicht kennst. Also wird das Feld dann muss man das Feld bearbeiten, aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht weiter notwendig. Das aber nur am Rande. Hier kannst du auf jeden Fall einstellen, was du einstellen möchtest. Und dann gucken wir weiter. Dann kommt quasi die Bestätigungsseite. Hier siehst du das, was ich meine mit dem First Name. Das geht dann natürlich nicht, wenn du den Vornamen nicht eingesammelt hast. Aber hier hast du die Dankesseite, also die Bestätigungsseite. Und kannst dann hier sehen, dass auch noch einmal eine E-Mail offensichtlich versendet wurde. Jetzt gehe ich davon aus, dass das dann ein Double Opt-in wird. Aber ansonsten ist es eben wie gehabt. Also du bist nicht einfach angemeldet, wenn du dich eingetragen hast, sondern du bekommst diese Mail und musst die noch einmal bestätigen. So. Beziehungsweise du bekommst das hier und bekommst dann die Mail, dass du angemeldet bist. So sieht es hier aus. Okay. Genau, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze in deine Homepage zu integrieren. Auch das ist wunderbar. Und da es sich hier jetzt nicht um einen amerikanischen Anbieter handelt, kann man auch da wieder davon ausgehen, dass es okay ist, wenn du das Ganze in deine Homepage einbettest, weil keine Daten nach USA fließen. Das ist zum Beispiel gerade das Problem mit YouTube-Videos, die wir alle gerne auf unserer Homepage auch mit einbinden, die dann aber zu YouTube führen und YouTube ist wieder ein amerikanisches Unternehmen, sammelt Daten und so weiter. Also ist im Moment etwas schwierig, aber hier hast du eben auch die Möglichkeit und ich bin keine Juristin, ich kann dir keinen juristischen Rat geben, aber ich gehe davon aus, dass das okay ist. Payments, klar, hier kannst du dann einstellen, wenn du Bezahldienste hast und eben auch ein Bezahlwebinar anbieten möchtest. Integration, hier siehst du schon, welche Möglichkeiten du hast, was du integrieren kannst. Und dann noch für Fortgeschrittene gibt es noch ein paar Optionen, die du nicht zwingend brauchst, die du aber nutzen kannst. Die kannst du dir einfach mal in Ruhe angucken. Wir lassen es jetzt so, wie es ist. Jetzt klicken wir hier oben mal auf Webinar, weil Create hatten wir schon, Registrierung haben wir, jetzt kommen wir zum Webinar. Und du siehst, du hast hier direkt eine Webinar-Page, wenn sich jetzt einer einloggen würde, das Webinar hat noch nicht begonnen. Diese Seite kannst du auch anpassen. Hier siehst du schon, du kannst die Farben wechseln, du kannst den Text wechseln, du kannst die Schrift wechseln, du kannst alles Mögliche hier einstellen. So, dann ist hier automatisch ist der öffentliche Chat komischerweise immer ausgestellt und der private Chat an. Ich würde es, glaube ich, eher andersrum machen. Der öffentliche Chat, dass sich alles sehen können und alle anderen auch sehen können, was geschattet wurde, den würde ich einschalten und im Zweifel den privaten ausschalten. Wenn du Videos zeigen willst, hast du auch hier die Möglichkeit, Videos schon vorzubereiten. Also nicht das Video vorzubereiten, sondern vorzubereiten, welches Video du zeigen möchtest. Okay, Interactions sind natürlich im Moment auch noch nicht dabei. Hier bekommst du ein Video, was du machen kannst. Hier oben siehst du schon, ist der Fall wieder, dass du Interaktionen
kreieren kannst. Also, und dann siehst du, welche Möglichkeiten du hast. Hier, wir nehmen mal Poll, wir nehmen mal so eine Umfrage. So. Und hier siehst du dann, wie das Ganze aussieht. Ja, nein, Umfrage quasi. Und hier sieht man dann, was angeklickt wurde. Wir kreieren jetzt einfach mal keine, sondern gehen wieder zurück. Aber so sieht das Ganze aus. Das kannst du vorher einstellen und kannst dann mehrere Fragen für dein, also Umfragen quasi für dein Webinar vorbereiten. Wir können uns aber auch nochmal angucken, wie Quiz aussieht. So. Da hast du dann wirklich Quizfragen und brauchst die richtige Antwort. Hier steht ja schon korrekt, ja oder nein, ist es dann richtig oder nicht. Und dann wird es eben auch so angezeigt mit dem grünen Checkmark, dass du siehst, das war richtig oder eben halt auch nicht. Auch ein Quiz wollen wir jetzt nicht anlegen, wir gehen wieder zurück. Aber so funktioniert das, du kannst dir dann natürlich das Video dazu angucken, um genau zu wissen, was du noch für Möglichkeiten hast und wie du das alles dann einbettest. So, dann gucken wir uns E-Mails an, auch da wieder nach der Registrierung. Also du bekommst eine Registrierungs-E-Mail, die du natürlich auch anpassen kannst. So sieht das Ganze aus. Vielen Dank für Ihre Anmeldung und so weiter. Hier suchst du aus, was drin stehen soll. So sieht das Ganze aus. Hier suchst du aus, was drin stehen soll. Hier muss auf jeden Fall deine E-Mail noch mit rein. So, dann gehen wir mal zurück. Ja, das ist egal. Wird nicht gespeichert, macht nichts, weil meine E-Mail ist ja da drin. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit Follow-up-E-Mails. Damit kannst du zum Beispiel alle dann, gucken wir mal kurz rein. Öffnet er die nicht? Na komm. So, hier kannst du dann zum Beispiel einfach einstellen, was als nächstes kommt. Also hier kannst du dann nochmal, in so und so vielen Minuten geht das Ganze los, dann und dann schicke ich noch eine Mail. Also hier siehst du ja, dass du verschiedene Möglichkeiten hast. Genau. Also hier kannst du dann einstellen, wann das Webinar losgeht, nochmal erinnern. Hier zum Beispiel auch, wann möchtest du nach dem Webinar nochmal daran erinnern. Also das sind einfach die Follow-up-E-Mails. Kannst du verschiedene Mails anlegen, kannst du einstellen, kannst du dann nutzen. So, und wenn wir das alles eingestellt haben, dann gehen wir auf Publish und veröffentlichen unser Webinar. Genau, jetzt kriegen wir nochmal gesagt, wir haben eigentlich im Grunde nichts vernünftig angelegt. Das ist okay, ich habe es dir gezeigt, wie es geht, macht nichts. Wir möchten trotzdem Publish drücken. Und jetzt hast du hier die verschiedenen Varianten. Du siehst, okay, das Ganze ist angelegt. Ich bin hier der Presenter in dem Fall, ist ja nun auch kein anderer da. Und du siehst auch, wann das Ganze losgeht, in 7 Tagen und 12 Stunden. Und hier kann ich mein Webinar öffnen und hier kann ich zum Beispiel einen Probelauf machen. Wir gehen mal auf Dry Run und gucken uns mal an, wie das Ganze dann aussieht. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Settings einzuschalten. Ich nehme ja die FaceTime-Kamera und das Mikrofon. Ich glaube, wir sollten das Mikrofon direkt ausschalten eigentlich, weil sonst gibt es eventuell eine Rückkopplung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber okay, so. Und jetzt gehen wir mal auf Starten. Ja, ich bin mir sicher, ich möchte das. Oh, und jetzt zum Beispiel bekomme ich hier nochmal die Nachricht, dass ich doch besser, weil ich jetzt in diesem Fall einfach nur mein WLAN nutze, dass ich doch besser mich hier verbinde, damit ich eine bessere Verbindung habe. Also mit einem LAN-Kabel verbinde, damit ich eine bessere Verbindung habe. Hier kannst du nochmal den Status checken. Und ja, jetzt kann man eigentlich alles ausprobieren. Wir haben natürlich keine weiteren Teilnehmer, die könnte man noch einladen. Aber jetzt kann ich hier ausprobieren, was ich zeigen möchte. Ich gehe zum Beispiel einfach mal auf Zeigen. So. Jetzt wird das Ganze im Webinar gezeigt. Ich kann jetzt auf dieser Seite erklären, wie das immer so ist. Hab die Möglichkeit, hier Stopp zu drücken und im normalen Webinar, also sprich, ich teile das nicht mehr. Hier hast du noch die verschiedenen Möglichkeiten, mal zu gucken, was du denn hier hast. Wir haben nichts hochgeladen, keine Präsentation. Das war das mit den Videos auch vorher schon oder eben Präsentation. Im Chat ist natürlich auch nichts los. Es gibt keine weiteren Konversationen. Wir haben auch keine weiteren Teilnehmer. Und hier kannst du eben sehen, was wir hier noch für Möglichkeit haben, ob wir Interaktionen starten wollen, was aktiv ist und eben auch mit dem Handzeichen.
Und wie gesagt, hier schaltest du um und suchst dann aus, was du zeigen möchtest. Nämlich im Zweifel auch Präsentation und Ähnliches, was du vorbereitet hast. Ja, so sieht das Ganze aus. Wenn man jetzt, wir sehen auch hier oben, ist es angezeigt, dass wir live sind. Wenn wir jetzt fertig sind mit Dry Run, stoppen wir den ganzen Spaß und sagen okay. Und hier steht nochmal, dass das Ganze jetzt ausgeschaltet ist, dass wir wieder offline sind und zur Startseite. Ja, so sieht das Ganze aus. Das müsste man jetzt mal mit mehreren Teilnehmern testen. Da kann ich dir leider keine Erfahrungswerte aus eigener Erfahrung zu sagen. Ich bin erstmal ganz begeistert, was man hier alles für Möglichkeiten hat. Ich schlage dir vor, probiere Webinar Geek aus. Es scheint sehr gut zu funktionieren. Es hat sehr gute Testimonials. Und ja, du hast 14 Tage Zeit, einfach mal so richtig durch dieses Programm zu gehen, es richtig anzuschauen und natürlich auch mit ein paar Testpersonen durchzuführen. Guck dir die Statistik an, guck dir an, was gesammelt wird, guck dir an, wie du das Ganze anpassen kannst. Und ich denke, dass wir hiermit eine zum Beispiel tolle Alternative haben mit einem recht umfassenden Tool, was aber trotzdem nicht überladen ist. Also es ist relativ intuitiv nutzbar, es ist alles da. Es sind ja zusammengefasste kleine Komponenten. Also es passt eigentlich alles. Es überrennt einen nicht so total. Und wenn es dann auch noch alles super stabil läuft, würde ich vorschlagen, in Zukunft vielleicht einfach mal die europäischen Anbieter ein wenig mehr zu nutzen, mehr in den Fokus zu ziehen und einfach mal auszuprobieren, weil das hier ist wirklich eine, zumindest auf diesen Blick, solide Software, die alles bietet. Okay, wir schalten dann einfach mal wieder zurück. Ich hoffe, dass du hiermit erstmal einen Eindruck gewinnen konntest.